Hallo Freunde und willkommen zu Dead by Daylight in Haddonfield. Hallo. Hallöchen. Mit Chrissy zusammen wieder am Start. Und wir flippen das hier völlig aus, sag ich euch. Wir reißen jetzt das Ding hier. Genau, der Pro spricht. Bin jetzt hier richtig geil, mal eine Runde voll durchzuziehen. Mit 30.000 Jägerin. Punkten. Okay, ich gehe nach Hause. Hab ja schon keinen Bock mehr. Weil die Jägerin, Leute, die gibt mir so richtig auf den Sack inzwischen. Einmal stimmt, kann doch nicht stimmen. Und ich habe schon Vorwarnung. Blöde Sau. Jetzt kommt die schon wieder. Und wie, die kommt jetzt hier hoch. Da hat die wieder irgendwas Gemeines. Hier unten ist halt kein Kamerad. Bei mir, die ist bei mir gerade im Haus. Oder am Haus. Hau doch ab! Was läuft denn hier rum? Hier ist nix. Hier gibt es nichts zu sehen. Doch, hier ist ein Generator. Durch Zufall gefunden. Im selben Haus, ein Einzelgenerator. Ah, ich hab so eine Wut, ne? Ja. Hier oben in dem einen Haus ist auch ein Einzelgenerator. Den mach ich grad. Ah, deswegen habe ich keine Wut. Ich habe nur Wut wegen der scheiß Jägerin. Inzwischen mag ich die auch nicht mehr. Ich hab verschissen. Und die hat Wiegenlied der Jägerin. Von mir aus kann die. Also ihr müsst wissen, ne, Mario ist heute ziemlich geladen. Der ist heute ziemlich auf Krawall gebürstet. Ja, wir wurden ja auch unfair behandelt heute. Ja, das stimmt. Uns wurde übelst mitgespielt. Also mein Generator ist bald fertig. Die wurden ja beschissen und verarscht nach Strich und Faden. Was? Der Koffer ist schon hinüber? Wie kann das sein? Da war doch ein grüner. Das war ein Öko-Koffer. Nee, besser nicht rausspringen, ne? Macht ja immer so unschöne Geräusche. Ich bin gerade rausgesprungen aus dem Haus. Nee, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ging. Ja, du kriegst das nicht mit, aber sie. Knallt es bei der dann so? Ja. Okay, ich mach's den zweiten Einzelgenerator. Deswegen treibt es sich hier immer rum bei mir im Haus. Die hat hier das Ding stehen, das Totem. Ah, okay. Ah, dann können wir ja inzwischen in Ruhe Generatoren machen. Na, passt doch. Okay, ich hab's. Hat er bestimmt eine Mordswut wieder? Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Also der Einzelgeneral ist auch wieder fast fertig. Oh. Oh, oh. Nein, ja, hier ist nur Platz für einen. Hier sitze ich dran. Gucken, wo er den hinbringt. Uah. Rennt ihr hier vorbei? Ich hol den, ne? Mhm. Wenn er weggeht. Ach, die Taktik schon wieder. Sich hinter das Haus stellen, hat man das schon beim letzten Mal gehabt. Ich kann ihn nicht holen. Er kämpft da. Okay. Na, dann machen wir in Ruhe Generatoren, ganz einfach. Ja, ich bin hier an einem roten Auto, was direkt neben dem Haken hängt. Steht.
Verdammt, ich will ihn holen, aber das ist so riskant bei der. Ja. Nee, dann lass sie campen und wir machen den Generator. Da bekommt sie keine Punkte weiter, indem sie uns schlägt. Ich versuch's jetzt. Okay. Aber dann merkt er nicht, wenn du stirbst. Oh, scheiße. Siehste? Wie gesagt, das bringt nichts. Tut mir leid, leider für ihn. Das bringt nur für sie Punkte. Soll man nicht machen. Wenn einer campt, dann... Ja, ne, er hat sich auf die Straße gestellt und hat dann direkt nach ihm geworfen, ne? Ja, na klar. Er hat ausgerechnet ihn abgeschossen. Aber wir könnten zu zweit schaffen, dass einer praktisch ihn befreit, der andere deckt ihn dann. Ich komme jetzt hin. Wo siehst bist du? Ich bin hier direkt an einem Auto. Ich komme jetzt hier raus. An dem roten Auto? Ja. Ich bin hier hinter der Bank. Ich bin jetzt hier am Baum? Ja, ich komm. Ich hol ihn jetzt runter. So, du hast schon. Okay. Er hat mich getroffen. Ja. Okay, die will... Ich komm dir hinterher, warte Mario. Ich bleib stehen jetzt, bin ich bescheuert. Ja, ich komm dir aber hinterher, trotzdem. Wir müssen richtig Abstand gewinnen jetzt. Am besten erste Etage. Ja, Moment, ich komm hoch. Schnell! Boah, diesmal hat mich wenigstens getroffen und nicht ihn wieder. Dann wäre er tot gewesen. Er ist erstmal wieder geheilt. Ja, kann ich bei uns bedanken, ey. Danke. Oh, Vorwarnung. Ja, Vorwarnung. Ich gehe jetzt raus mal aufs Dach. Wo ist denn der Generator eigentlich noch, der fehlt? Auf der Straße. Ist eine. Ah, okay, ja, den können wir aber nicht machen. Auf keinen Fall. Ansonsten weiß ich nicht, ich hab. Du bist zu sehr Zielscheibe. Oh, die ist. Ich spring runter. Ich auch. Könnte das denn sein, der andere Generator? Da muss ja hinten. Vielleicht in dem Haus, vielleicht hier. Da war ich noch gar nicht drin. Nee, da war einer, den hab ich. Verdammt, so eine Scheiße. Es muss ja aber irgendwo einer sein. Es kann nicht sein, dass nur einer auf der Straße steht. Es müssen doch mindestens zwei sein. Gibt's ja immer noch eine Alternative. Ich weiß nicht. Ja, wo ist denn dieses... Es gibt ja immer einen, der im Keller steht unten. Da stand keiner. Es sind zwei an der Straße. Hier ist nämlich auch einer an der Straße. Ja, ist doch scheiße. Ich bin jetzt hier an dem an der Straße. Das ist unmöglich zu schaffen. Doch. Bei dem grünen Auto. Ich bin bei einem Polizeiwagen jetzt. Hier bist du wirklich gleich das Ziel. Sie kommt. Oh, scheiße, sie kommt. Ja, die kann ja. Kann mir doch keiner erzählen. Ne, tut mir leid. Das kannst du nicht schaffen. Das kannst du nicht schaffen. Kannst du nicht. Ich stehe ja an den Mülltonnen. Die stehen da gerade mal 20 Meter voneinander entfernt, die beiden Generatoren. Ja. Die brauchen nur zwischen den Beinen stehen zu bleiben die ganze Zeit. Ja. Kannst du nicht schaffen. Man kann es nur schaffen, indem sich einer sozusagen opfert, in Anführungsstrichen. Dass sie ihm hinterher rennt. Ja, aber so ist doch keiner. Ich merke auch, dass da Leute am Generator arbeiten, dann wird sie doch nicht die ganze Zeit hier mal hinterherlaufen. Wer ist jetzt hier am Generator? Bin ich der Einzige, der hier arbeitet? Nein, wir sind jetzt zu dritt an dem Generator. Wir sind jetzt zu dritt hier dran. Jetzt kommst du, ja. Hier hinten sitzt auch noch die Nea. Achtung, sie kommt. Ja, sie lässt sich also wenig abfinden. Sau, Arschloch, Drecksau.
Aber läuft mir nicht hinterher. Doch, ich gebe wieder an den Generator. Nee, sie kommt tatsächlich wieder zurück. Okay, hier kann ich mich heilen in der Zeit, okay. Ich muss mich heilen, leider. Ich sitze wieder an dem Generator. Kann nichts machen. Verletzter hingehend ist nämlich, ist mir zu riskant. Ich saß wieder an dem Generator. Sie rennt da aber nicht hinterher. So, geheilt. La, 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 la. Nee. Sie sind alle wieder hinstürmen. Ja, wir sind jetzt schon wieder zu zweit. Okay. Achtung. Jetzt jagst du den OP. Ich bin da! Ich schaffe es! Scheiße. Ich hab's geschafft. Ich hab mich getraut. Ich hab mich getraut. Bravo. Ich halte gerade einen OP. Die will mich haben. Ich weiß gar nicht, wo der Ausgang ist. Rein, Blitz. Ich hab jetzt Flotte. Ich hab jetzt Flotte. Hier ist die Luke. Brauchen wir nicht, Luke. Sind nur alle da. Was will er jetzt von mir hier? Opi zeigt irgendwie. So, ich heil mich jetzt erstmal. Opi heilt mich. Ach, hier ist noch. Sehr schön. Oh, danke schön. Hä, wo wusste da, dass du hier oben bist? Das hab ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Wo will Opi hin? Ja, die Generatoren. Ach, Generatoren. Die Ausgänge sind, glaube ich, auf der anderen Seite diesmal. Oh! Der ist sogar schon raus. Ich weiß ja wohin. Ja, auf die andere Seite. Hinten ist zu. Nee. Der ist offen. Das sind immer zwei. Das war wie beim letzten Mal. Das sind immer zwei Ausgänge nebeneinander. Aber das ist doch zu. Ja, die ist da hinten auf der anderen Seite. Die kommt, pass auf. Scheiße. Die hat die Axt in der Hand. Ja. Ich renn weg. Das war. Geht raus, ich nehme hier die Luke dann. Ich hab es. Ich hab sie umlaufen. Okay. Tschüss. ich bin rausgegangen. Jetzt hab ich keine Lust gehabt mehr. Ja, nicht nur ein langer Fackel hier. Ich nehme die Luke.